Nike Mercurial Superfly Elite. Und die Frage, macht dich der Nike Mercurial Superfly Elite 360 wirklich besser? Ich habe hier für euch den absoluten Top-Schuh der neuen Mercurial-Linie mit dem 360-Grad-Konzept. Das heißt, es kommt im Obermaterial Flyknit zum Einsatz, es kommt der Dynamic Fit-Socken zum Einsatz und im unteren Bereich ganz klar die neue Speed-Sohle mit, die geteilt in der Mitte ist und die dafür sorgt, dass man noch flexibler ist. Was ist der Nike Mercurial jetzt für einen Schuh in der Superfly-Version? In der Superfly-Version natürlich hinten der hohe Socken und zudem ein Speed-Schuh, der mit Flyknit-Material darauf ausgelegt ist, wirklich die letzten paar Prozent aus einem Schuh rauszuholen. Das heißt, du bekommst Schuhe, die absolut am Limit entwickelt wurden. Das Flyknit-Material ist dabei leicht und hat eine strukturierte Oberfläche, durch die du den Ball auch bei höchstem Speed optimal an deinem Fuß halten soll. Das Flyknit-Material ist leichter wie das Material der anderen Versionen, das heißt die Academy oder die Pro-Version. Die Mercurial 360 gehen dabei ganz klar den Weg, den maximalen Gewichtsunterschied auszumachen, leichter zu sein wie alle anderen Fußballschuhe, die eine bessere Passform zu bieten und einfach für den maximalen Speed-Moment da zu sein. Wenn du also dran glaubst, dass dieser kleinste Moment, diese Mikrosekunde, die du vor dem Gegner an dem Ball bist oder die du vorher zum Abschluss kommst, dann ist der Nike Mercurial 360 in der Elite-Version der richtige Schuh für dich. Suchst du einen Fußballschuh, der einfach leicht ist, sind die Academy oder die Pro-Versionen gute Versionen, die eher ähnliche Features haben, wie zum Beispiel die strukturierte Oberfläche. Das Flyknit-Material im Elite allerdings ist noch etwas weicher, passt sich dadurch noch etwas dem Fuß besser an und die Fußballschuhe sind etwas leichter. Ein Highlight bei jedem Mercurial-Schuh ist im unteren Bereich die Sohlenkonstruktion und die Sohlenkonstruktion gerade mit dem geteilten Mittelfuß sorgt dafür, dass das Material sich wirklich um deinen Fuß herumschwingt und dir somit eine noch bessere Passform und einen noch besseren Halt bietet. Die Nike Mercurial in der Superfly-Version, und zwar als Elite-Ausführung, grenzen sich übrigens vom Vapor nur ab, dadurch, dass hinten der Socken nicht zum Einsatz kommt. Das heißt, als Superfly Elite kommt der Socken zum Einsatz und als Vapor Elite bekommt ihr die gleichen Fußballschuhe, eben ohne den Socken. Was haltet ihr von den Fußballschuhen? Setzt ihr auf die Elite-Version? Reicht euch der Academy oder die Pro-Version? Wollt ihr überhaupt keinen Mercurial? Lasst uns eure Meinung wissen unten über die Kommentare und dann vielleicht auch, ob ihr schon den neuen Mercurial Superfly in der Elite-Version gespielt habt.